11.000 Meter unter dem Meer, wo es kein Licht mehr gibt. Der Druck hier unten ist so hoch, dass ich Angst habe zu implodieren. Ja, ich kann mich sogar noch erinnern an Anfang von meiner Karriere, dass ich immer eine Buchromanverfilmung machen wollte. Und jetzt bin ich bei der 9. Also eben, ich glaube, ich finde es immer sehr interessant, wenn ich mich dann entscheide, entweder kenne ich das Buch schon und habe es geliebt, oder ich darf dann ein Buch dazu lesen, wenn ich mich entscheide, das zu lesen. Und dann finde ich es eben ganz interessant, um was geht's und was holt man da raus, was ist das für ein Gefühl. Und natürlich kann man extrem viel im Buch über die Figuren noch lernen und irgendwie noch mehr in dieser Geschichte sein. Aber es ist auch immer ein Druck, so Buchverfilmung zu machen, weil eben die Leser natürlich ihre eigenen Bilder haben und so. Aber ja, ich mache es sehr gerne, ja. Alles Gute zum Geburtstag. Was machen Sie denn da? Moment, ich muss meine Frau rausholen. Ich schaffe das nicht alleine. Ihre Frau? Helga, hallo. Kommen Sie. Nein, hey. Ich kannte es nicht, aber fast meine halbe Familie hat es gelesen und war ganz großer Fan und alle waren total berührt und haben einfach geschwärmt wie Jasmin, dass eben dieses Thema Trauer und Tod und vor allem auch Depressionen und so beschreibt und dass das sehr ehrlich und wahr ist und sehr tief geht und dass sich da viele irgendwie wieder selber gefunden haben, dass es vielen auch irgendwie geholfen hat. Ich habe mich, und das ist eine sehr intuitive Entscheidung, irgendwie dagegen entschieden, das Buch zu lesen, weil ich irgendwie, ja, es ist, ich kann das auch nicht genau sagen, benennen, warum, aber ich habe da irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss da die Paula für mich selber entdecken. Da müssen wir hin. Ah! Was machen Sie denn da? Kaffee! Dass man sich, das ist das, dieses Sprichwort, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht hören möchte, aber Zeit heilt nicht alle Wunden, aber dass man sich Zeit lassen darf, muss. Nee, eben nicht muss, aber das, ja, das ist ein Auf und Ab, das Leben. Und manchmal ist es nicht so schön und manchmal ist es mega schön. Und das, ja, das ist das halt ein ewiges Auf und Ab ist. Und das ist auch okay. Wollen Sie sterben oder wollen Sie einfach nur nicht leben? Wenn Trauer eine Sprache ist, dann habe ich jetzt zum ersten Mal jemanden getroffen, der sie genauso flüssig spricht wie ich. Dafür mich ausgesucht. Verdammtes Plastik. Ich denke da gar nicht so dran, weil ich bin so ein Fan vom Filmemachen. Ich liebe jedes Department und ich habe so großen Respekt vor jedem Department. Und ich freue mich immer, das ist ja auch immer, ne, man wartet dann mindestens ein Jahr, bis das dann irgendwie... Das, ich sage immer, es ist wie so ein Puzzle. Man hat einen Rahmen und dann kommen die einzelnen kleinen Teile und es geht nicht ohne irgendeine Position, bis das ganze Bild, der ganze Film da ist. Deshalb, das dann im Ganzen zu sehen, ist immer eine wundervolle Überraschung. Weil Eileen hat, wir haben viel, ja, während dem Dreh über Musik geredet, weil sie auch eine Sängerin ist und auch viel Musik macht. Deshalb war ich da einfach sehr gespannt und habe mich sehr gefreut, was da rauskommt, ja. Wo fahren Sie denn hin? Ich muss dringend nach Italien. Nach Südtirol. Ich heiße übrigens Paula. Helmut. Sehr erfreut. Na, wir wollen es mal nicht übertreiben. Also, ich war natürlich sehr aufgeregt. Und das war ein großer Druck auch. Deshalb war ich so erlöst, dass ich ihn da kennengelernt habe. Und er ist einfach so ein, ja, ein wundervoller Mensch. Und so ein großes Herz. Und ganz ein feiner und. Eben, wir haben uns gut verstanden, deshalb war das dann so ein bisschen der Druck weg. Aber es ist natürlich auch eine Ehre, einfach mit ihm spielen zu dürfen. Eben, also es war einfach schön, mit ihm das zu machen. Ja. Wir müssen schnell über die Grenze. Bleiben Sie einfach ruhig, dann fallen wir gar nicht erst auf. Was machen Sie da? Helmut! Helmut, das ist strafbar! Also als Edgar oder als Helmut oder als Paula? Paula ist besser. Schneller. Schneller als ich. Im echten Leben, ja, habe ich noch ein bisschen Verbesserungsmöglichkeiten vielleicht. Ja, also der nervenaufreibendste, weil das aber so war, diese eine Szene, wo Paula bei einer Klippe steht und da geht es halt 3000 Meter runter. Und ich war da zwar gesichert, aber es ist halt dann trotzdem, du stehst halt da wirklich an der Kante. Und da wurde mir schon, das kickt das Adrenalin rein und mir so, wow.
Es war so eine außermenschliche Erfahrung. Das war schon sehr aufregend. Aber auch cool, dass ich so Sachen machen darf. Ja. War nicht schwer, weil ich es einfach gemacht habe. Es ist auch immer so, ne, als Schauspielerin, die finden dich immer. Egal, du kannst ja nicht verschwinden. Das sind immer irgendwo sind Augen. Nur da. Deshalb, nee, wir waren immer draußen, das war immer sehr schön. Und wenn ich da eine Pause hatte, dann bin ich da bestimmt rumgelaufen.